Heute werfen wir gemeinsam einen Blick in die Einstellungen von Magic Awakened. Denn da gibt es den einen oder anderen Punkt, der standardmäßig deaktiviert, aber wirklich essentiell fürs Spiel ist. Und welche das sind, das zeige ich euch liebend gerne nach dem Intro. Die Einstellungen findet ihr unten links auf dem kleinen Zahnrädchen, wo jetzt genau hier mein Bild drüber liegt. Aber ich glaube, die Einstellungen, die kennt jeder von euch und weiß, wie er da hinkommt. Blöderweise gibt es keine Möglichkeit, die Einstellungen auf den Standard zurückzusetzen. Daher kann ich nicht ganz genau sagen, welche Einstellungen nun aktiviert und deaktiviert sind. Viele wichtige sind aber standardmäßig deaktiviert und die gehen wir durch, beziehungsweise die ganzen für mich relevanten Einstellungen. Und wir beginnen links bei Basis und der Anzeige. Die Anzeige, die ist dafür da, um die Grafik des Spiels festzulegen. Das könnt ihr selber einstellen, von energiesparend über niedrig, Standard, detailliert, beste und Benutzer definiert, wo ihr dann beispielsweise hier einfach alles auf hoch stellen könnt, Anti-Aliasing an, Nachbearbeitung an, all das, damit das Spiel eben schicker und schöner aussieht. Aber ganz wichtig, das beeinflusst die Leistung eures Geräts und damit natürlich auch die Leistung, wie flüssig das Spiel nun dargestellt wird. Und das ist wieder im PvP natürlich total relevant, wenn das Spiel da ruckelt und leckt und ihr nicht genau die Karten so ziehen könnt, wie ihr das möchtet, dann hat das natürlich einen sehr großen Nachteil auf euer Spielerlebnis. Und deswegen müsst ihr hier genau gucken, was kann euer Gerät, und dann vielleicht doch mal eher eine niedrigere als eine höhere Stufe wählen. Ganz unten gibt es dann natürlich noch die Einstellungen für die Sprache, auch sehr wichtig für denjenigen, der das Spiel vielleicht komplett auf Englisch spielen möchte. Wir kommen zum Punkt Gameplay und hier zu den ersten richtig relevanten Dingen, die standardmäßig nicht aktiviert sind. Bei Magic Awakened, gerade im PvP, ist es super wichtig, so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Und die bekommt man nicht nur über den Spielernamen, sondern auch darüber, welche Stufe denn Aufrufungen haben, die von den Gegnern gelegt werden. Weil man anhand dessen sehen kann, wie stark denn das Monster, das da beispielsweise platziert wurde, ist. Und wie viel Wert man darauf legen muss, dieses schnell oder eben nicht so schnell dann platt zu bekommen. Deswegen hier ein ganz wichtiger Punkt, das Aktivieren. So, Gesundheit der Gegner natürlich alle anzeigen. Die Gesundheit der Aufrufungen natürlich auch alle anzeigen, beziehungsweise immer anzeigen, weil man natürlich wissen muss, wie viele Lebenspunkte hat das Monster beispielsweise noch und was für ein Zauber von einem selbst sollte man denn da drauf knallen. Vielleicht reicht da auch ein eher günstiger und kleinerer, um das Monster zu besiegen. Das weiß man, wenn man hier genaue Zahlen hat. Ja, und im PvE ist das Ganze natürlich auch interessant, hier auch die Aufrufungsstufe aktivieren, Gesundheitswerte aktivieren. Ich habe hier immer anzeigen, alles anzeigen, weil das meiner Meinung nach super relevant ist. Und auch der Punkt hier, Hand des Teammitglieds anzeigen. Für Duo-Kämpfe ganz, ganz wichtig. Aktiviert ihr das hier, habt ihr oben links eine kleine Anzeige, wo ihr genau seht, welche Karten denn euer Mitspieler hat. Und das kann natürlich total essentiell sein, was das eigene, ja, die eigene Taktik auch irgendwo betrifft. Wenn man sieht, der Gegner hat beispielsweise gerade nur sehr teure Karten, kann nichts legen, dann sollte man vielleicht ein bisschen in die Defensive gehen. Oder man sieht, er hat viel, dass er spammen kann, dann legt man auch selbst los, um ganz viele Aufrufungen auf den Platz zu bekommen. Deswegen auch hier eine wirklich wichtige Anzeige, um ja das eigene Spiel auch irgendwo zu verbessern. So, unter Aktionen, da gibt es eigentlich nicht groß was einzustellen, genau wie unter Soziales. Das liegt einfach im eigenen Befinden hier, welche Farbe hier, welcher Chat haben soll und was wie aufploppen soll und was man wo sehen möchte. Da gibt es kein Gut oder Schlecht, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Unter dem Punkt Datenschutz gibt es aber ein paar Punkte, die sehr relevant sind und auch, finde ich, jetzt gar nicht direkt was mit Datenschutz zu tun haben.
Klar, man kann Nachrichten blockieren, man kann aber auch Zuschauer aussperren, dass diese die eigenen Gameplays nicht sehen können. Man kann sich hier vom schwarzen Brett entfernen lassen, man kann den Duellverlauf verbergen, was auch unter Umständen natürlich einen Vorteil bringen kann, weil Konkurrenten nicht sehen können, wie man spielt. Und dieser Punkt hier ist ganz wichtig, der Inkognito-Modus. Wenn man den aktiviert, dann sehen Freunde, Clanmitglieder und sonstige Leute nicht, dass man online ist. Und das kann ja gerade für mich hier und da auch relevant sein, wenn ich ein Video aufnehmen möchte und ihr habt es eben gesehen, da nicht die ganze Zeit eine Meldung reinploppen möchte. Oder wenn man vielleicht morgens mal vor der Arbeit noch eine halbe Stunde zocken möchte, aber das soll nicht unbedingt jeder mitbekommen, kann man das hier aktivieren. Auch die Ranginfo verbergen kann ein wichtiger Punkt sein. Serveranzeigen, auf denen sich die anderen Spieler befinden, kann sehr interessant sein. Und einen Punkt, den ich oben noch vergessen habe, Spielersuche-Einstellungen. Plattformübergreifendes PvP. Möchtet ihr, wenn ihr beispielsweise auf dem Smartphone spielt, nur gegen Leute spielen, die auch auf dem Smartphone zocken, dann deaktiviert ihr das. Dann findet man nur Mitspieler, die auf derselben Plattform sind. Aktiviert man das, kann man auf dem PC, wenn man das denn später kann, auch mit Leuten auf dem Smartphone bzw. umgekehrt spielen. Also hier auch eine sehr wichtige Einstellung. Und unter Sonstiges gibt es noch ein paar Punkte, die auch so ein bisschen eher individuell und subjektiv sind. Ob man hier die Wegfindungsanimation überspringen möchte oder ob man seinen Cache leeren muss, weil man keinen Speicherplatz mehr auf dem Smartphone hat. Oder ob hier Verbesserungen durch das Mobilfunknetz aktiviert sein sollen, wenn man im WLAN ist und das WLAN gerade vielleicht nicht so super läuft. Da gibt es noch ein paar kleinere Einstellungen, die ja wie gesagt sehr subjektiv sind. Die richtig wichtigen, die sind wir durchgegangen. Die solltet ihr definitiv aktivieren, um euer Spiel zu verbessern, um euer Gameplay zu verbessern, um es euch einfacher zu machen, taktisch im PvP zu zocken, sind super wichtige Sachen mit dabei. Also geht schnell ins Spiel, aktiviert die Sachen oder deaktiviert die Sachen, je nachdem, was ihr da braucht und was nicht. Und dann ganz wichtig, zum Abschluss noch meinen Kanal abonnieren. Denn dann sehen wir uns liebend gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.